Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Gastvideo. Heute sind die Yugi-Ghouls auf dem Kanal. Das ist, glaube ich, ein Zusammenschluss von mehreren Yugi-Tubern, so wie ich das verstanden habe, denn es war schon sehr interessant, wie wir überhaupt ein Gastvideo hier zustande bekommen haben. Denn das hat ein bisschen gedauert und da gingen ein paar Videos hin und her. Aber nun sind wir soweit und sie werden euch ein sehr interessantes Deck vorstellen, nämlich Bürobotter. Das Deck, das ich schon öfters mal auf den Locals mal als Gegner bekommen habe und so langsam mitgelernt und auch langsam lieben gelernt habe und auch mal irgendwann in Zukunft spielen möchte. Da das Deck ja noch sehr viel Support bekommt, vor allem in den nächsten Sets und auch vor allem schon so lange Support bekommt, bin ich mir auch nicht ganz sicher, dass ich es jetzt schon spielen möchte. Daher warte ich noch mit dem Deck, aber für alle, die jetzt schon richtig Bock haben, um das Deck zu spielen, empfehle ich euch, dieses Video zu schauen. Mehr möchte ich auch nicht vorwegnehmen. Ich wünsche euch bei diesem Video noch gute Unterhaltung. Ja, was geht ab? Nino hier von den Yugi-Ghouls. Und erstmal riesen Dank an Randy Brain, dass er uns diesen Gast-Upload hier ermöglicht. Was habe ich heute für euch? Ich habe heute ein Deck-Profile zu meinen Deathbots, die ich aktuell sehr gerne spiele. Ich war ja zweimal auf Locals mit den Bots und wurde einmal sogar Zweiter, was mich natürlich sehr gefreut hatte. Und ich bin der Meinung, dass das Deck sehr viel Potenzial birgt. Es macht sehr viel Spaß, hat sehr viele Kombos und ist vor allem interessant für Leute, die jetzt vielleicht nicht von einem vollen Geldbeutel gesegnet sind. Also das Deck sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Es hat jetzt auf diversen Regionals sogar schon sehr gut abgeschnitten. Aber was sind die Deathbots? Also das Archetype wurde sozusagen mit Duelist Alliance ins Leben gerufen. Seitdem kam immer ein Deathbot-Monster raus und seit Dimension of Chaos sind es sogar zwei Monster gewesen. Das war einmal Deathbot 06, der sozusagen die Pendelmechanik für das Archetype geschlossen hat. Seitdem gibt es zwei Pendelscales und Deathbot Jet ist ein Synchro-Monster. Und in Bosch kommen auch wieder zwei Pendelmonster raus. Das sind Deathbot 07 und Deathbot 08. Und ja, anhand von Deathbot 01 zeige ich euch, was dieses Archetype ausmacht. Also alle Monster sind vom Attribut Erde und vom Typ Maschine. Und haben jeweils 500 ATK und Death. Anhand von Deathbot 02 sehen wir auch, dass die Stufe abhängig ist vom Namen. So ist Deathbot 01 Stufe 1, Deathbot 02 Stufe 2 und so weiter. Und die Deckstrategie besteht halt darin, mit so vielen Bots wie möglich auszuschweren. So erhalten alle Bots noch mehr ATK. Also die haben ja nicht viel ATK, aber die erhalten 4 ATK. Und sie sind sehr unscheinbar, aber ja, sie sind darauf ausgelegt, einen OTK hinzulegen. Das geht mit den Bots wirklich ziemlich gut. Aber jetzt wollen wir auch sofort zum Video, zum Deck und ja. So, kommen wir nun zum Deck-Profile. Ich erkläre auch nebenbei noch ein bisschen die Effekte. Also ich spiele einen Deathbot nur eins. Einmal reicht er vollkommen aus, wenn man konstant spielen möchte. Die Karte bekommt 500 ATK und Death für jedes Maschinenmonster, was man kontrolliert. Und kann sich selbst aus dem Friedhof speziell beschwören. Das macht die Karte halt so gut. Deswegen kann man die einmal spielen. Wenn zwei oder mehr Maschinenmonster gleichzeitig speziell beschworen werden, kann man eben diesen Effekt aktivieren, um die speziell zu beschwören. Das kann man in dem Deck durch Maschinenduplizierung oder durch Pendelbeschwörung erreichen. Ansonsten spiele ich noch dreimal Deathbot 02. Wenn diese Karte speziell beschworen wird, kann man sich eine Deathbot-Karte aus dem Deck holen, auf die Hand halt. Und der Effekt ist nicht limitiert auf einmal pro Spielzug, das macht die Ultra gut, zusammen mit Maschinenduplizierung. Und des Weiteren gibt sie allen Maschinenmonstern, die man kontrolliert, 500 ATK und Death dazu, außer sich selbst. Dann noch drei Kopien von Deathbot 03. Diese Karte kann ein Deathbot-Monster speziell beschwören, wenn sie genormet wird. Ultra gut halt für die Combo mit 002, dann Maschinenduplizierung auf 002. Das ist so die Lieblingskombo jedes Deathbot-Spielers. Des Weiteren kann sie während des Spielzugs eines beliebigen Spielers ein Deathbot-Monster auswählen und für jede Deathbot-Karte, die man kontrolliert, 500 ATK und Death pushen. Was ziemlich gut ist, die Pendelscales kann man da mitzählen. Und so kann man bis zu 3500 ATK und Death einem Deathbot-Monster hinzufügen. So kann man auch im gegnerischen Spielzug sein
Feld vor Angriffen beschützen halt. Deathspawn ohne 4 ist ultra wichtig, um Comebacks zu starten oder generell um neue Kombos zu starten oder ein Monster mit hoher ATK vom Feld zu bekommen. Wenn sie gegen ein Monster kämpft, kann man während der Schadensberechnung ein Deathspawn-Monster vom Deck auf den Friedhof legen und dann bekommt diese Karte für die Anzahl der Stufe 500 ATK und Death dazu. Also bei Deathspawn ohne 5 macht das dann insgesamt 3000 ATK bei dem Monster. Und falls es dann ein Monster zerstört, kann man Deathspawn-Monster vom Deck oder von der Hand unterschiedlicher Stufen speziell beschwören. Ansonsten spiele ich halt noch die Pendant Gates. Da spiele ich dreimal Deathspawn ohne 5. Die hat halt den Effekt, wenn sie genormet oder gespecialt wird, kann man eine Zauberfallenkarte schießen. Und sie bekommt halt 500 ATK für das offene Deathspawn Monster auf dem Extra Deck. Und des Weiteren, wenn sie zerstört wird in der Pendant Gate, kann man ein Deathspawn Monster vom Friedhof speziell beschwören. Deathspawn 06 ist der Gegenpol davon, hat Pendelskala 1. Bekommt auch 500 ATK für jedes offene Monster im Extra-Deck. Und wenn sie genormet oder gespecialt wird, kann man von einem Monster die Kampfposition ändern. Da gibt es eine sehr gute Combo mit einem Deathspawn 04 und einem Deathspawn 04 im Friedhof. Da kann man den millen, kann dann nur eine 4 und nur eine 6 specialen durch nur eine 4 und den anderen nur eine 4 in Angriffsposition verändern und den Effekt sozusagen nochmal triggern, um dann wieder ein komplett neues Feld zu haben. Ultra gut, die Combo. Das war's jetzt aber an Deathspawn-Monstern. Ich hoffe, euch hat das Ganze geholfen von den Effekten her. Als Unterstützung der Engine spiele ich dreimal Getriebe-Aufbauer und ein Getriebe-Auto, um schnellen Zugriff auf Getriebe-Riese-X zu haben. Da kann man halt alles raussuchen. Das ist ultra wichtig für die Konstanz. Als kleine Tech-Karte spiele ich noch einen Genex Eddie Birdman, den kann man auch raussuchen mit Getriebe-Riese-X. Unterstützt so ein bisschen die Synchro-Plays, die man mit dem Deck machen kann. Ich komme jetzt auch sofort zu den Zauberkarten. Da spiele ich natürlich dreimal Maschinenduplizierung, die ist ultra wichtig. So wichtig wie Reasoning in Infernoids. Kann man eigentlich auf jedes Deathspawn-Monster spielen. Dreimal Upstart für die Konstanz. Dann habe ich mich noch für zwei Lanzen entschieden. Einfach um eine 004 irgendwie zu sichern, falls ich in eine Mirror Force laufe. Ein TT kassiere, ein Ragiki kassiere, das hilft mir halt wieder zurück ins Spiel zu gelangen. Dann zweimal MST, einfach weil es gut ist. Und bei meinen One-Offs spiele ich eine Instant Fusion als Option. Ein törichtes, um nur 01 in den Friedhof zu bekommen. Oder auch ein anderes Deathspawn-Monster, um halt die richtigen Monster für nur eine 4 im Friedhof zu haben. Und dann noch ein Ragiki, sollte eigentlich klar sein. Bei meinen Traps spiele ich zweimal Göttlicher Zorn. Wieso habe ich mich für diese Karte entschieden? Sie ist universell einsetzbar gegen BA, gegen Cosmo. Die bekommen halt relativ schnell wieder Monster aufs Feld und ich möchte ja ein OTK durchbringen können. Und deswegen fand ich die Karte ganz gut, damit kann ich auch mal 001 abwerfen, um den in den Friedhof zu bekommen. Als One-Off spiele ich noch eine Bodenlose, eine Spiegelkraft, noch eine ernste Warnung und einmal Lehre der Eitelkeit. Ja, man könnte bestimmt auch Timespace spielen oder so, aber habe ich gerade nicht zu Hause, deswegen habe ich mich jetzt nur für die Karten entschieden. Reicht vollkommen aus, finde ich. Bei dem Extra-Deck spiele ich halt einen Herold des Bogenlichts.
kann man relativ leicht drauf. Mit Despawn ohne 3 kann man Despawn ohne 1 aus dem Deck specialen. Kann man den sozusagen schon machen. Mit die beste Karte, wenn nicht die beste Karte im Extra-Deck, ist Naturia Ungeheuer. Ultra wichtig im nächsten Format. Auch aktuell schon ziemlich gut. Ja, gibt's nichts zu sagen, ne? Gegen Pendel ist das der Tod. Dann Naturia Barkion. Gegen Trap-lastige Decks. Man hat halt den Luxus, den Zugriff auf die Naturia-Monster zu haben. Dann sollte man das auch ausnutzen. Metaphysischer Horus ist auch ganz gut. Mit 001 und 005 kann man gegnerisches Monster stealen. Oder halt eine offene Karte negieren. Den Rosendrachen einfach, um das Feld zu sprengen. Mit die beste Synchro, die man spielen kann, ist der Schrottdrache. Da kann man immer seine Skillset triggern. Die bringen wieder neue Kombos zum Rollen. Generell ist das Deck ein sehr kombolastiges Deck, was ich jedem empfehlen kann. Dann spiele ich noch einen Bürobotter Jet. Der hat halt zwei Effekte. Entweder ich kann eine Deathbot-Karte, die ich kontrolliere, zerstören und ein Deathbot-Monster vom Deck spezial beschwören. Oder ich kann eine Deathbot-Karte zerstören und eine andere Karte auf dem Spielfeld schießen. Ja, so, super gut, um halt weitere Kombos wieder zu machen. Und um den Gegner halt ein bisschen ins Minus zu bringen. Eine Kornblume ist auch sehr gut als Option. Kann dir mal Monster wegbringen, was man jetzt nicht unbedingt auf dem Friedhof haben möchte. Dann spiele ich aktuell zweimal Getriebe X. Sehr gut für die Konstanz. Ich habe vorher noch einen Trishula gespielt. Den habe ich aber leider abgegeben. Deshalb habe ich den aktuell zweimal drin. Muss man nicht unbedingt zweimal haben. Aber was soll's, ne? Dann noch ein Emerald, einfach als Option. Ein Abyssbewohner gegen BA oder Cosmo. Dann noch ein Castell. Ein Durendal. Kann man auch leicht drauf kommen mit 2x005. Und ein Norden, einfach weil ich eine Instant Fusion spiele. Sonst würde das ja gar keinen Sinn machen. Ich mach die mal kurz weg hier. Ich präsentiere euch jetzt noch mein Side-Deck. Vielleicht nicht das Beste, aber einfach um einen Eindruck zu haben. Ich spiele dreimal Wirre Augen. Demnächst kann man sie auf jeden Fall auch Main spielen. Aktuell reicht mir das noch nicht, um die Main zu spielen. Demnächst werde ich sie auf jeden Fall Main spielen. Dann habe ich noch zweimal Shared Ride. Eigentlich finde ich Maxi besser. Aber Maxi habe ich zurzeit nicht zu Hause, deswegen habe ich Shared Ride drin. Die dritte MST ist immer gut. Dreimal Maske der Beschränkung gegen Mali Spectre oder demnächst gegen die Monarchen. Das große Horn des Himmels finde ich sehr gut in dem Deck, weil man so die Chance hat, viele Deathspots weiterhin auf dem Feld zu haben, weil man den Gegner stört und dann die Chance hat, im nächsten Zug zu OTK'en. Und für das Cosmo Matchup oder gegen Heroes habe ich noch drei Eisenmauern drin. Das war's. Abschließend möchte ich noch auf mehrere Karten eingehen und euch erläutern, wieso ich diese Karten nicht spiele oder zurzeit nur einmal spiele. Und ihr könnt über diese Karten nachdenken. Ich diktiere hier nebenan Karten auf. Und ja. Also Despawn nur 1 spiele ich zurzeit nur einmal, weil zurzeit ist Bosch halt noch nicht draußen und das Deck muss konstant gehalten werden. Despawn nur 1 möchte man nicht unbedingt auf der Hand haben. Jedoch kann man eigentlich schon bessere Synchro-Plays machen, wenn man zwei hätte, aber in dem Fall ist das doch nicht so gut. Ab Bosch werde ich wahrscheinlich zwei spielen, weil man die mit Twin Twister gut abwerfen kann. Ansonsten, ja, Seelenlast wäre noch eine Option. Kommt eigentlich ganz gut, weil wenn man zwei Maschinenmonster speziell beschwört gleichzeitig, beschwört sich Despawn nur 1 noch aus dem Friedhof. Jedoch,
Konstanz ist das Stichwort, deswegen spiele ich sie nicht. Es reicht auch so. Reasoning wäre auch so eine Karte, die man spielen könnte. Jedoch finde ich die Synergie dahinter doch nicht so gut, weil im Vergleich zu Cosmo kann sich so banishen. Und einfach die kleinen Monster können die großen Schiffe holen und die großen Schiffe und die kleinen Monster wieder. Das ist einfach hier nicht gegeben. Was bringt mir einen 006 auf dem Feld, wenn der gespecialt wird? Bringt mir erstmal gar nichts. Da habe ich lieber meine Combo-Pieces in der Hand. One for One würde ich spielen, wenn ich zweimal 001 spiele. Dann könnte man drüber nachdenken. Ich habe mich jetzt aber dagegen entschieden. Wenn jemand Lust hat, zweimal 001 zu spielen, dem empfehle ich auf jeden Fall One for One. Ja, Transmodify wäre noch eine Option. Das ist aber ungefähr dasselbe Light sozusagen wie mit Reasoning. Würde ich euch nicht ganz so empfehlen in dem Deck. Wird zwar auch gespielt, aber ja, es lohnt sich nicht ganz so. Das war's auch mit dem Video. Ich bedanke mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und wenn ihr Lust habt, schaut vorbei bei unserem Kanal. Wir würden uns sehr freuen. Und ja, ciao!